Was geht ab, was geht ab? Herzlich willkommen, wieder eine neue Folge PTTV. Wir sind wieder da. Heute gibt es ein neues Rezept für euch. Wir knallen heute wieder was richtig Naschiges auf den Tisch. Mit dabei natürlich heute wieder my man DJ Meander, Big Alice in the building. Holla at you, boy. Holla at you. Was geht ab, meine lieben Freunde? Dritte Folge. Ich bin hyped. Passiert eigentlich heute was? Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Also, aber ich kann sagen, diese Folge wird alle anderen 50 Folgen bisher toppen. Es wird Feier. Diese Folge, mit der werden wir alles abreißen. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir machen uns direkt ans Eingemachte. Es geht los. Heute gibt es für euch den Chili Burrito. Auch von Pacos Tacos. Eine super naschige und wieder für euch realisierbare Möglichkeit, heute Abend was Naschiges zu essen. Auf der Basis der, wie gesagt, von den letzten Shows bekannten Gerichten machen wir heute wieder etwas Geiles. Und wir fangen am besten auch direkt an, weil wir wirklich nicht viel Zeit haben. Die Show ist voll. Wir brauchen heute für unser Gericht Chili Burrito super einfach. Wir haben wieder die Tortillas. Letzte Show habt ihr gesehen, wie wir Tortillas gemacht haben. Ihr könnt sie natürlich wieder einfach im Edeka kaufen gehen oder ihr macht sie euch selber, wie ihr es fühlt. Okay, wir brauchen Zwiebeln. Wir werden ein paar Zwiebeln anbraten. Wir brauchen heute Bohnen, etwas Käse, vorzugsweise einen Mozzarella-Cheddar-Mix oder den Käse eurer Wahl. Ihr könnt auch Pizza, Schmelzkäse nehmen, was auch immer da ist. Es wird das Gericht nicht schlechter machen. Dann brauchen wir Frühlingszwiebeln, sind ganz wichtig heute. Wir brauchen, und das ist nun wirklich eine absolut wichtige Zutat, wir brauchen Kakao, Kakaopulver. Ihr könnt Kaba, Nesquik, Teegut, ja, Kakao, whatever it is. Ihr braucht auf jeden Fall Kakao. Und dann brauchen wir Salz, wir brauchen Kreuzkümmel, wir brauchen Koriander, Pfeffer, alles Mögliche. Jetzt fangen wir erstmal an, wir braten erstmal die Zwiebeln an. Das ist der wichtigste Step hier heute. Und nicht zu vergessen, Rinderhackfleisch. Ohne Rinderhackfleisch geht nichts. Ich habe die Zwiebel heute schon geschnitten. Zwiebel-Cut-Challenge wird heute schwierig, weil wir haben sehr viel vor. Ne? Ganz genau. Haben wir was vor? Wir haben heute viel vor, Big L. Okay. Ich habe eine Überraschung für dich. Nein. Doch. Hast du nicht getan. Ich habe eine Überraschung für dich. Unglaublich. So, Pfanne heißt Zwiebel rein. So. Ich habe was gemacht. Du wirst es feiern. Wir haben heute ein, so viel kann ich verraten. Wir haben heute einen unglaublich geilen Geheimtipp der Woche. Warum weiß ich davon nicht? Das ist ja die Überraschung. Diese Woche bin ich für den Geheimtipp der Woche zuständig. So funktionieren Überraschungen. Ja, Alter. So funktionieren Überraschungen. Alles klar, genau. Also wir braten ein bisschen Zwiebeln an und Chili. Chili con Carne. Das ist die Basis, die wir uns im Endeffekt heute machen für den Chili Burrito. Zum Chili con Carne gibt es einiges zu erzählen. Das Chili con Carne kommt natürlich nicht aus Mexiko, so wie viele der europäischen oder US-amerikanischen Südstaatengerichte. Es ist eher was Touristisches und wird eher so in Texas, Louisiana und den ganzen Südstaaten da unten. Da ist Chili, da gibt es auch Competitions für den besten Chili-Kochwettbewerb und so weiter. Eigentlich ist es nur Hackfleisch und Tomate. Und Bohnen sind, glaube ich, auch drin. Unser Chili ist auf der Basis dieses traditionellen Chilis. Allerdings gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Chili con Carne zu machen. Chili con Carne muss man, ich finde, ein gutes Chili con Carne, Big L, das man so mit Brot isst, das muss verdammt gut sein. Also, es muss verdammt gut sein. Das stimmt, richtig. Chili con Carne ist so etwas, 0815 Chili con Carne, das kannst du direkt eigentlich in die Tonne. Ja, man isst halt so ein bisschen und ist dann so, geht es. Es muss also die perfekte Konsistenz haben. Das ist true. Es darf nicht so flüssig sein, es darf nicht zu fest sein. Man sollte es über Nacht ziehen lassen, noch ein paar Lorbeerblätter reinschmeißen, richtigen Kakao, also so Schokoladenstückchen rein, Rotwein. Es gibt so viele Interpretationen von Chili con Carne. Für uns ist das alles viel zu aufwendig, denn ich habe ja einfache Gerichte versprochen. Und das werde ich auch versuchen zu halten. Deswegen die Basis, unser Chili wird geil mit dem Drumherum. Okay? Das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Zwiebeln, die braten wir ein bisschen an. Dann haben wir, brauchen wir ganz dringend Bohnen und Rinderhack. Ihr könnt natürlich das Hackfleisch eurer Wahl nehmen. Ich bevorzuge eher Rinderhackfleisch. Und nicht unbedingt Tartar, da ist zu wenig Fett drin, also es sollte schon normales Hackfleisch sein. Ja, dann knallen wir das hier auch mit rein.
Yeah, yeah, yeah. Was ist noch wichtig bei einem Chili con Carne? Chili. Bei Chili gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen kein scharfes, unglaublich scharfes Chili. Es muss wirklich so die perfekte Schärfe haben auch. Genau, wir braten das Hackfleisch kurz an mit den Zwiebeln. Weil wir es nachher nicht so flüssig wollen, können wir jetzt schon mal ein bisschen was von dem Saft aus dem Fleisch rausziehen. Das machen wir ganz einfach, indem wir schon mal ein bisschen Salz draufhauen. Einmal gesalzen. Und dann gleich, dass der Saft schön aus dem Fleisch rauskommt. Salz zieht es raus. Hast du Hunger? Ich jetzt? Ja, noch jemand hier? Natürlich habe ich Hunger, klar. Aber wann habe ich mal nicht Hunger, ist die Frage. Du weißt, Mexiko, Essen, wie wird man 2 Meter groß? Viel Fruchtzwerge und Essen auch vor allem. So, alles klar. Damit haben wir schon das Hackfleisch und die Zwiebeln angebraten. Wir müssen hier heute ein bisschen Gas geben. Da schmeißen wir einfach ein paar Bohnen dazu, nicht zu wenig. Ja. Das lassen wir jetzt mal kurz ein bisschen anbraten. Jetzt können die Zwiebeln nicht mehr so leicht sterben, weil das Fleisch ja da drin ist. Wir brauchen auf jeden Fall Tomaten. Ihr könnt natürlich passierte Tomaten reinhauen oder ja, Tetra-Pack-Tomaten, wie ihr Bock habt. Für die Show werde ich jetzt auf jeden Fall unsere eigene Tomate verwenden. Wenn ihr ganz wenig Geld habt, könnt ihr auch Ketchup nehmen. Geht auch. Okay. Sehr wichtig ist auf jeden Fall bei dem heutigen Gericht die Chili. Da könnten wir eigentlich die Lima wieder gebrauchen. Donde esta Lima? Donde esta Lima? Hallo Lima. Aquí estoy. Lima? Wie geht's? Lima und ich, also wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, ne? Ja. Und wir haben uns gedacht, die Lima, die wird hier ja mäßig wegen ihrer spanischen Sprachkenntnisse ausgebeutet. Aber deswegen arbeitest du nicht nur bei uns. Also es liegt nicht nur daran, weil wir dich einfach als Person sehr schätzen. Echt? Ja, klar. Danke. Deswegen haben wir uns gedacht, um dir das zu beweisen, ne? Ja. Darfst du, hab ich das vorbereitet, ich werde dir gleich das, was ich sagen möchte, auf Deutsch zeigen. Ja. Ja? Das liest du dann einfach so vor. Auf Deutsch. Ich werde es auf Spanisch übersetzen. Und zwar mit dem, was sie mir geschrieben hat. Das okay? ist wirklich ein Freundschaftsbeweis. Das ist ein Freundschaftsbeweis. Ja, wirklich. Also macht euch ruhig über mich lustig. Es wird nämlich jetzt passieren. Und zwar Chilis. Okay. History. The history of the chili. Wir fangen an mit der Pepperoni. Das ist ein Pepperoni. Dazu möchte ich auf jeden Fall was sagen. Es gibt ja so Abermillionen von verschiedenen Chilisorten. Aber ich habe hier. Okay, also ich versuche das jetzt zu übersetzen, was sie auf Deutsch sagt. Das habe ich natürlich alles für sie vorbereitet. Also der Rabe-Chili. Das ist die Pepperoni, bitte. Die Pepperoni. Danke. Hier sehen wir die Pepperoni. Pepperoni ist ein Paprikagewürz und es ist eine Gemüsepflanze. Das gehört zu der Familie der Nachtschattengewächse. Dankeschön. Das ist gut, sehr gut für den Stoffwechsel einerseits, dann aber auch zum Abnehmen. Und es ist auch wirklich ein super Ding, um seine Schmerzen zu lindern. Jetzt du. Jetzt ich. Pepperoni è una spezia di pianto e una planta di verdura. È della famiglia dell'erbia mora. È muy bueno para el metabolismo, para bajar de peso y para calmar dolores e un... Ja, das war's schon, oder? Calmar del dolores. Okay. Nicht schlecht. War das nicht schlecht? Paco ist ein Sprachgenie einfach. Es war okay. Okay, dann warte. Dann machen wir es jetzt mit Jalapeno. Jalapeno. Einmal tauschen. Pass auf. Ich finde, das läuft super. So, wir haben die Jalapenos hier einmal und das ist eine scharfe Paprika. Die wurde nach der Stadt in Mexiko Jalapa benannt. Und geräuchert wird sie auch Chipotle oder Chipotle? Chipotle. Chipotle genannt. Okay. So, jetzt. Welche war das? Jalapeno. 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 Oh, e un pimiento picante. Se llama jalapeño por la ciudad mexicana Jalapa siesta a chumado se llama chipotle.
Okay, war... Besser? Ja. Ja. Okay. Dann nimm die nächste, nimm die nächste. Hättest du gerne Cheyenne? Ja, wie du willst. Cheyenne, dann müssen wir einmal tauschen. Ich glaube, es heißt Cayenne. Oder heißt Cayenne. Cayenne? Ich weiß nicht. Das ist Cayenne-Pfeffer, Lima. Also okay, Cayenne. Cayenne. Cayenne oder Cheyenne, aber wahrscheinlich Cayenne. Kommt aus der Sprache der Tupi, die sind in Portugal und Spanien ansässig und bedeutet scharfer Pfeffer. Getrocknet und gemahlen kann sie als Cayenne oder Cayenne-Pfeffer benannt werden. Es kommt oder wird oft in der Country-Küche von Louisiana benutzt. So. Das übersetze ich jetzt auch nochmal. Edela idioma della pueblo tupi son de Portugal y España. Cayenne significa pimienta picante. Seco y suela está con líquido. Como cayenne, se utiliza mucho en la cocina country de Louisiana. Okay. Und? Kann man gelten lassen. Ging? Hätte das jemand verstanden? Nee, glaub nicht. Das ist einfach ein sehr spezieller Akzent. Den kennst du so gar nicht. Weil der ist aus Mexiko, aus so einer Region. Da waren ich und der Paco. Da waren... Okay. Genau. Da ist aber sonst keiner. Da war sonst niemand. Okay, aber dann die nächste. Was ist das? Und zwar, pass auf, der Rabbit ist sehr scharf. Arbeitet der nicht bei uns in der Küche? Rabbit? Ach nee. Rabi leider nicht mehr. Ach so. Aber war ein toller Koch. Grüße an Rabi. Ach so. Okay. Und zwar, das wird auch eher in der asiatischen Küche benutzt. Ja. Und das heißt Piri Piri, ja. Bird's Eye oder auch ganz einfach Thai Chili. Das hat sehr viele Vitamine, auch wenn es nicht so aussieht. Und auch noch Mineralien. Wenn du jetzt Milch und Joghurt nimmst, nachdem du es gegessen hast, dann kannst du dich so ein bisschen beruhigen, dein Magen geht es dann wieder gut. Denn das gute Stück hier hat 500.000 Scoville. Okay. Jetzt du? Kein Problem. Übergibst du? David, pica mucho. E más de la cocina asiática también se llama piri piri bird's eye Thai chili. Tiene muchas vitaminas y minerales. Hay que tomar leche o yogurt para calmarse un poco. Tiene 500.000 Scoville. Kann man durchgehen lassen. Der war nicht schlecht, oder? Hey, komm schon. Jetzt machen wir den Patron. Den Patron. Machen wir noch? Haben wir noch was? Patron. Wo ist er? Hier. Der. Ja, den nehmen wir noch. Der den ist auch nicht schlecht. Hier kommen wir jetzt zum Pimiento de Patron. Das, achso, das ist ja Spanisch, guck mal. Das ist eine Paprika, die aus Galicien in Spanien kommt. Und es gibt ein ganz besonderes Sprichwort dazu, was da heißt, einige sind scharf, einige nicht. Paco? Mhm. Welche war's? Patron. Okay. Pimientos de Patron. E un pimiento de la ciudad Padrón en Galicia y España. He dicho común al respecto del pimiento el que se pica a veces no. Genau. Ein sehr interessantes Thema. Also, um das nochmal verständlich zu sagen. Bei dieser Chili ist es so, eine ist scharf, die andere nicht. Es ist Glückssache. Tatsächlich ist es so. Das ist je nach, wie viel wurde an der einen Stelle gedüngert, wie viel nicht und so weiter und so fort. Alles klar. Tatsächlich ist es bei der unterschiedlich in der Scoville-Zahl. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Demiro, und willst Chili. Willst du es ausprobieren? Willst du mal in eine reinbeißen? Du auch. Ja, okay. Welche war's? Die hier. Vielleicht scharf, vielleicht nicht. Ich habe Angst. Prost. Salut. Ich habe Glück. Meine ist nicht scharf. Meine ist auch nicht scharf. Boah, zum Glück. Lima, gracias. Dena, bis nächstes Mal. Adios. Also, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann könnt ihr euch die Folge einfach nochmal anschauen. Ihr habt Glück, wir zeichnen das alles auf. Okay, was ist in dieser Zeit passiert? Ganz interessante und wichtige Dinge sind passiert. Ich habe hier reingeworfen etwas Tomate, dann noch passierte Tomate. Die Zwiebeln sind angebraten. Ich habe gewürzt mit Koriander, mit Salz, mit Kreuzkümmel und dazu kommt noch etwas gemahlener Pfeffer. Zack. Und als letzten Step schmeiße ich hier noch etwas Frühlingszwiebeln oben drauf. Warum machen wir da Kakao drauf? Das ist ganz einfach. Kakao hat eine wunderbare Farbe, verleiht dem Gericht eine wunderbare Farbe. Und bindet die Soße des Chilis. Wir wollen das Ganze ja nicht so flüssig haben. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt so viele unterschiedliche Versionen von Chili. Wir möchten, dass das Ganze eine sehr klebrige Konsistenz hat.
Und deswegen können wir einfach dafür sorgen, dass der Kakao die Flüssigkeit bindet und das Ganze ja, zu einer schönen, konstanten Masse macht. Ne? Und das sieht super aus hier. Für Frische gibt es jetzt noch gleich ein bisschen Frühlingszwiebel. Heute ist Frühlingszwiebel nicht hinguckschneid-Contest. Soll ich aufnehmen? Nein, es ist zu spät. Nachdem ich mir letztes Mal fast meinen Fingernagel abgetrennt habe, überlege ich mir, ob ich diese Challenge noch möchte überhaupt in meinem Leben. Obwohl diese Challenge bei euch so beliebt war, müssen wir sie jetzt leider abbrechen. Wenn ihr diese Challenge noch haben wollt, dann votet einfach jetzt hier, ja, wir wollen die Zwiebelka-Challenge weiter haben, bis er einen Finger verliert oder nicht. Und ihr müsst eure Finger spenden, wenn ihr es weiter haben wollt. Genau. Am Ende geben wir den Käse drüber, lassen das Ganze schön überbacken, schmeißen jetzt noch etwas frischen Koriander obendrauf. Danach werden wir das Ganze gleich in einen Burrito rollen. Das Ganze hat wahrscheinlich 15 Minuten gedauert und ihr habt ein super naschiges Abendessen für morgen noch oder was auch immer. Klappt sie zusammen und macht Quesadillas raus. Das werden wir euch auch noch mal zeigen. Das ist der Step dafür. Ich habe aber noch ganz viel krasse Informationen jetzt für Big L. Für mich? Ja, für dich. Der Geheimtipp der Woche, letzte Woche, der hat mir so gut gefallen. Schaut euch das Video einfach selber an, denn ich bin vorhin mit jemandem rumgefahren. Checkt das aus. Herzlich willkommen bei PTTV. Welcome, welcome, welcome. Making them pass though, just cause I said so. They tried and failed, they couldn't classify. Quit and go when the drip arrives. Kept on talk, they gotta sit inside. I switch, slept their numbers, they would trust their eyes. Smoke your fly, come and meet your pie. Yeah. Niggas shaking cause I'm out of my head. Yeah. Hesitate, go and beat it out. Yeah. Go and run your mouth so we can talk about it. One man show, that's capo. Yeah. Head down toe, that's capo. Yeah. Black boy fly, that's capo. Yeah. Men like C, that's capo. Peppermint fresh, look capo. Digga, was? Wie hast du das denn hinbekommen, Mann? Wie hast du das denn hinbekommen? Ja. Scheiße. Ja. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Überraschung. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders heute auf diese Show. Unser erster Gast bei Fakus Tacos TV, PTTV, ist heute in the building. Geheimtipp letzter Woche und heute direkt in der Show. Ich präsentiere Sirius Klein. Was läuft? Alles cool? Alles super. Welcome. Herzlich willkommen bei PTTV. Dankeschön. Sirius Klein. Letzte Woche noch Geheimtipp in unserer Show. Ah, danke, Mann. Und Big L ist sehr glücklich darüber. Digga, ich bin Gast, Mann. Wunderschön, dass du hier bist. Danke, Mann. One love. Danke, Mann. Wir haben schon ein bisschen was gebraten. Okay. Und würde aber natürlich ganz gerne mit dir über deine Laufbahn, deine aktuellen Errungenschaften und wer ist denn eigentlich Sirius Klein? Ich bin es. Du bist das? Du machst Rap, Hip-Hop. Genau. Ziemlich soul-lastig, trap-lastig, würde ich so. Also das ist für mich so meine Empfindung im Stil. Aber du sagst ja selber so, dass du nicht unbedingt in einen gewissen Stil dich packen würdest. Ja, ist schon breit gefächert. Genau. Wenn man sich deine Texte so anhört, dann bist du jetzt nicht der Typ, der so über ich spliff den ganzen Tag Weed, trinke Hennessy, sondern deine Themen sind ja schon eher so Rassismus gegen Rassismus und also da steckt ja schon ziemlich viel History auch drin. Mhm. Wieso ist das persönlich für dich so, dass du da so viel zu erzählen hast? Ich glaube, man redet oft über die Dinge, beziehungsweise ich zumindest rede viel über das, was mir auch widerfährt, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Deswegen rede ich halt, Rassismus ist auf jeden Fall ein Teil meines Lebens gewesen, den ich, also das ist was ich durchlebe, immer noch. Und deswegen erzähle ich auch drüber. Und ich glaube auch, für die Community, so der ich angehöre, ist das halt auch dann, jemand redet drüber und jemand versteht den Schmerz, weißt du, ich meine, deswegen spreche ich meistens über solche Themen. Auf jeden Fall. Du bist ja nicht alleine am Machen, independent. Nee, ja, also ich bin independent auf jeden Fall, ja. Ganz genau, du hast deine Crew. Genau. Wer ist da so, wie macht ihr das, wie seid ihr da aufgestellt? Also Family Tree nennen wir uns. Wir sind ein Kollektiv / Independent Label. Da haben wir, also Teddy, der macht das Management. Teddy, okay. Genau, Dominik, der macht Film, ist auch mein Tour-DJ und wir machen eigentlich alles selbst. Ihr macht alles selber? Ja, wir machen eigentlich alles. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Genau.
Also wir machen ja auch alles selber irgendwie. Und wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Du machst ja schon eine ganze Weile, seit 2015, glaube ich, ne? Also bist Musik, du schon so am... Bin ich jetzt unterwegs, sind wir so seit 2015, dass wir so Shows gespielt haben und dass wir so unterwegs waren, sagen wir so. Musik an sich mache ich schon, seitdem ich 12 bin. So ersten Songs aufgenommen mit 14. Und ja. Das ist schon ziemlich krass. Also ich habe mich natürlich auch ein bisschen über dich informiert. Nicht nur, dass ich selber auch ein Fan bin, aber ich muss jetzt mal was fragen. Also, der Klaas sagt ja, dass die Alisha sagt, dass du der nächste Superstar bist. Ja. Jetzt ist meine Frage, stimmt das? Ich weiß es nicht. Wenn Gott so will, dann ja. Also ich finde schon, dass du da auf jeden Fall auf einem krassen Weg bist, international vor allen Dingen. Also das Feedback war sehr, sehr, sehr gut, also international auch. In den Staaten hat man viel gutes Feedback bekommen. Das habe ich gesehen. Hast du nicht ein Billboard gehabt, genau, irgendwo? War das in L.A. oder genau, wo war das? In L.A. war das. Geht denn das? Das musst du Teddy fragen. also brauchen wir auch einen Manager zufällig, Teddy. In L.A. hatten wir ein Billboard, wir hatten auch eins in Ghana. Wir kommen ja auch alle aus Ghana. Super krass. So also, ich glaube, Big L hat mir das Billboard in L.A. gezeigt und ich dachte mir so. Ich kam gar nicht klar. Ist das jetzt von Kendrick Lamar? Nee, das ist von mir. Das ist von dir und ich muss wirklich sagen, also, da ist für mich nichts international, also in Deutschland jedenfalls nur ganz wenig, was irgendwie englischsprachig in irgendeiner Weise da so rankommt wie. Ich höre ja auch, also mein ganzes Leben eigentlich schon Hip-Hop und ich bin jetzt nie der Rapper gewesen, aber ich sag mal, mit 6 hat mein Vater mir so eine Bone Thugs and Harmony CD geschenkt und seitdem bin ich drauf hängen geblieben, so halt, das ist einfach mein Drip. Und deswegen ist es für mich immer super krass, wenn da was Neues kommt und wenn es dann noch aus dem Ruhrpott kommt, dann ist es halt was, so für mich sehr flashig halt. Ne? Mhm. Ja, hörst du deine Mucke eigentlich selber? Also willst du so Auto fahren und deine Mucke anmachen, oder? Also ja. Ich rap ein bisschen auf mich selber mit. Irgendwie. Nee, also ja, es ist so, höre ich, aber auch nur, weil ich raushöre, ob ich was besser machen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite, dann höre ich es oft. Ich höre aber meistens dann die Beats für das Projekt. Aber wie gesagt, echt nur, weil ich irgendwie raushören will, ey, was kann man da besser machen? Ist die Reihenfolge cool? Ist es an sich, passt das noch auf das Projekt, deswegen höre ich meistens meine Musik. Krass. Also du würdest jetzt nicht sagen, so, ich höre mich jetzt selber in meiner Freizeit auf einer Party, mache ich ganz gerne Sirius Klein an. Nee, also die meiste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, also auf meiner Party gar nicht. Also ich mag das echt nicht, also wenn ich jetzt irgendwo bin, dass man dann sagt so, ey, spiel mir ein Lied von dir. Oder wenn Leute dann extra Musik von mir machen, das feiere ich gar nicht. Das magst du gar nicht. Nee, aber so, wenn ich es höre, dann einfach nur, ob es knallt, ob ich es eigentlich selbst auch hören würde, weil ich es mag. Ja. Und wie gesagt, raushören, ey, was kann ich besser machen? Genau. Auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall sehr krass. Also ich meine, Nicolas Cage guckt ja seine Filme auch nicht selber, hat er mal gesagt. Ja. Wer das glaubt. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, ne? Ah, der sitzt in seinem Keller und guckt heimlich seine Filme von morgens bis abends. Ja, auf jeden Fall. Dann wollen wir natürlich wissen, ich persönlich möchte wissen, wahrscheinlich alle, die dich kennen, wollen es auch wissen, was kommt auf uns zu? 2022 wird auf jeden Fall das Album kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall persönlich drauf. Ich glaube, alle, die ich kenne, freuen sich auf jeden Fall auch drauf. Big Ed. Hey, 100. Da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich drauf. Wir sehen Sirius Klein noch live. Es gibt noch eine Live-Performance. Es wird super nice. Erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke, und es gibt auf jeden Fall noch was zu essen. Ich mache dir noch was fertig, einen Chili Burrito. Dope. Den isst du dann am besten danach, sonst gibt's, weißt du, wegen Auftritt und so. Wir sehen uns gleich. Danke dir. Ciao. Peace. Sirius Klein. Super fresh. Was habe ich jetzt gemacht? Außer dieser Flash. Nebenbei noch mal eben Chili Burrito gerollt. Ganz kurz. Den Chili Burrito, da macht ihr euch einfach die Mische rein. Ich habe noch ein bisschen Käse drüber gemacht. Frische Chilis könnt ihr natürlich drauf machen. Das habe ich jetzt gespart, weil ich weiß, dass jemand keine frischen Chilis mag. Kurz überbacken, nochmal fertig gerollt ist der Chili Burrito. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das aus der letzten Show Pico de Gallo, Sour Cream, Guacamole oder was ihr euch draufhauen wollt, auf euren Chili Burrito draufgehauen wird. Wie diese Rezepte funktionieren und auch dieses Chili-Rezept findet ihr natürlich jetzt in diesem Moment schon wieder auf www.pacostacos.com/pttv. So, ein fresher, sweeter Burrito. Sehr nice, super. Einfach dippen in eure Sour Cream, Pico de Gallo drauf. Super naschig. Hier mit der Pacos Tacos üblichen Schraffur auf dem Burrito, eins unserer Markenzeichen. Wenn ihr irgendwo mal einen Burrito seht, der so aussieht, ruft mich an, dann können wir den verklagen.
Ja, Mann, jetzt freue ich mich auf eine Live-Performance von Sirius Klein in meinem Spielzimmer. Paco ist erstmal raus. Sirius. Big L, kündige mal so einen Geheimtipp der Woche an, das wird jetzt schwierig. Der Geheimtipp der Woche ist gerade nicht mehr so geheim. Ihr habt es schon gesehen, Sirius Klein ist hier. Family Tree, ich bin hyped. Ludo CP, er performt jetzt Numero Uno. Yeah. Woo, woo. Yeah, yeah. Woo, woo. Yeah. Woo, woo. Yeah, yeah. Bang on the thing, she bad. I sell a dream to her, that's cash. Yo, little spit won't hit, that's trash. Yo, little bells won't fit, I'm mad. Who been a man or the fuzz in here? Hell to them trees just to get things clear. Fall like fall with them dawns like whoa. They can dance with the bags, not snow. Scotty pimping more like new edition. I got baby dripping, young and poppy chulo. This is jumping rope, this is fuck the word. This is Cinco Mart, more like Pluto. I'm the one in charge, cop will be the plug. Champion in the ring, rumor, oh no. I should let it bring, fucking what you heard. Well connected, boss like you go. Man down, I guess you fucked them up, we need emergency. Man down, I guess you hurt the streets, we gotta contemplate. Man down, I guess you fucked them up, we gonna learn today. Man down, another drop down, drop down, drop down. How long it been since you heard of me? If I confirm you gon' link with T. You talk high, you ain't tall as D. Still keep the same mundane with me. Self-made steeds gonna cop no free. Setting motherland AC repeat. You made a rack, that's cool, that's sweet. I'ma let it rain, that stacks, that's G's. Nubian chick with a Nubian hips and a Nubian lips. Me love, that's bae. Swoosh on the creps, that's check, okay. Gotta keep it live, that's boom, that's rave. King Kingpin, trust a nigga gon' slide. Trust a nigga on time, give an extra backs. Tell him in my line with an extra blast. Give him pray hands, nigga, it I tap. Man down, I guess he fucked him up, we need emergency. Man down, I guess he hurt the streets, we gotta contemplate. Man down, I guess he fucked him up, we gonna learn today. Man down, another drop down, drop down, drop down, drop down. Yeah. Was geht ab. Vielen Dank. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Die dritte Folge PTTV. Puh, sie war feier. Ich glaube, es wird schwer, diese Folge zu toppen. Allerdings könnt ihr uns dabei ein bisschen helfen. Unterstützt uns. Sagt uns doch einfach mal in den Comments, was wünscht ihr euch? Wen sollen wir einladen? Habt ihr vielleicht einen Geheimtipp der Woche, den ihr Big L schicken wollt? Checkt das aus auf pacostacos.de/PTTV. Dort findet ihr die aktuelle Folge, auch alle anderen Folgen und die Rezepte. Vielen Dank an Sirius Klein und ich freue mich auf unseren nächsten Gast und auf die nächste Show PTTV. Es wird wieder spannend. Lasst euch euren Chili Burrito schmecken. Eins nicht vergessen, folgen, teilen, abonnieren. Nee, folgen, teilen, abonnieren und Essen nicht vergessen. Salut. Ich liebe diesen Cut, wenn ich dann irgendwas machen soll. Das ist natürlich wieder ein Motherfucker.